Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video von mir. Wie ihr in der Überschrift gelesen habt, geht es heute um einen DM-Haul. Ich habe hier eine Tüte voll. Es sind schon Geschenke mit dabei und auch ein paar Kleinigkeiten. Und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt gleich los. Als erstes habe ich hier Geschenkpapier. Die habe ich auch beim DM mitgenommen. Das hat einmal gekostet 95 Cent, dieses rote hier. Und einmal 1,35, das ist ein etwas dickeres Papier. Hier dieses hier, das finde ich auch sehr, sehr schön. Ja, haben mir beide sehr, sehr gut gefallen und ja, freue mich schon, damit Geschenke einpacken zu können. Dann habe ich hier einmal einen Teller mitgenommen und der ist einfach so ein flacher Teller. Ich habe mir gedacht, jetzt für die Plätzchen oder so zum Servieren ist der ganz schön geeignet. Und der hat gekostet 1,95 Euro, also kann man auch absolut nicht meckern. Ist halt auch richtig schön und gefällt mir auch richtig, richtig gut. Dann habe ich hier für meinen Freund eine Kleinigkeit mitgenommen, dieses Mystic Forest Geschenkset. Das liegt bei 6,95 Euro, finde ich, geht absolut in Ordnung. Hier ist einmal drin ein Duschgel, ein Bodyparfüm und eine Handcreme. Und schaut halt auch echt schön aus mit diesem Design, also gefällt mir richtig, richtig gut. Was ich nicht so schön finde zum Verschenken, hier steht halt der Preis drauf und den kann man auch nicht abmachen. Das finde ich nicht ganz so gut gelöst, aber ansonsten gefällt mir das sehr, sehr gut. Dann habe ich hier einmal für meinen Bruder mitgenommen, dieses Bruno Banani Set. Das ist einfach eine Kleinigkeit, mehr soll es auch gar nicht werden. Und das liegt bei 8,95 Euro. Für meinen Papa habe ich hier dieses Tabak-Set mitgenommen. Hier ist auch einmal drin ein Deo, ein Parfüm und ein Shower-Duschgel. Liegt bei 10,95 Euro. Ihr bekommt auch alles noch beim DM, also ist alles noch verfügbar. Also wenn ihr da noch was sucht, schaut auf jeden Fall gerne vorbei. Und ja, also meine Eltern und meine Geschwister kriegen gemeinsam noch so ein kleines Lebkuchenpaket. Und das sind halt für jeden individuell nochmal so ein paar Kleinigkeiten. Dann habe ich mir hier noch so kleine Geschenkeanhänger mitgenommen. Die packe ich immer an die Geschenke mit dran. Und ja, also schaut auch vom Design her ganz schön aus. Und die waren auch nicht teuer. Die haben 1,15 Euro gekostet. Und ja, wie gesagt, da mache ich immer an jedes Geschenk, mache immer eine so eine Karte dran mit einem kleinen Spruch drin. Und ja, dann habe ich diese zwei Tuchmasken entdeckt. Und zwar sind das so Tiertuchmasken und die haben auch dieses Tiergesicht drauf. Also einmal Bea Panther, beruhigende Pflege mit grüner Teeextrakt. Sieht so aus. Und dann einmal Bea Tiger oder Be a Tiger. Ah, Bea, ne? Be a Panda und Be a Tiger. So, ich habe jetzt einfach mal Bea vorgelesen, ne? Belebende Pflege mit Granatapfelextrakt. Das sieht so aus. Und da bin ich auch schon mega gespannt drauf, ob die auch wirklich dieses Tiermotiv so schön drauf haben. Also würde mich sehr freuen, wenn es genauso ausschaut wie auf der Verpackung. Dann habe ich hier noch so, so kleine Dekoteilchen mitgenommen. Das sind so Geschenkeanhänger. Die möchte ich dieses Jahr gerne auch mit in den Christbaum hängen. Die gefallen mir eigentlich immer sehr, sehr gut. Und ja, die durften auch mitliegen bei 1,45 Euro. Dann habe ich ja diesen Tee-Adventskalender und da hat mir ein Tee besonders gut geschmeckt und zwar dieser Bergkräutertee hier. Und den musste ich mir natürlich dann gleich in der vollen Packung holen. Also richtig, richtig leckerer Tee. Also wer so auf Kräutertees steht, probiert den mal. Der ist richtig, richtig lecker. Und ja, also ich finde den Adventskalender auch mega gut, weil man alle Teesorten mal durchprobieren kann. Und ich hatte jetzt bis jetzt noch keinen Tee dabei, der mir nicht geschmeckt hat. Also mir haben alle bis jetzt sehr, sehr gut geschmeckt. Und auch dieser hier. Und das war bis jetzt mein Favorit, deswegen durfte der mit. Dann auch nochmal nachgekauft, einfach weil der Duft so mega ist. Ich habe es hier hinten auch schon wieder an in meinem Glas. So sieht man es jetzt. Also den habe ich hier auch nochmal an. Und der riecht halt so richtig lecker nach Spekulatius. Und ja, da
bin ich auch sehr froh darüber, dass ich da noch meine Packung bekommen habe und ich hoffe, dass die auch noch weiterhin verfügbar sein werden. Dann habe ich hier einmal wieder eine Taschentücherbox mitgenommen. Die brauche ich momentan überall. Also ich habe die im Schlafzimmer stehen, im Wohnzimmer, auf dem Wohnzimmertisch, weil meine Nase momentan ständig läuft. Also ganz, ganz schlimm. Und da durfte ich die wieder mit diesem Design hier. Finde ich schön winterlich, ja, so herbstlich angehaucht so ein bisschen, ne? Ja, gefällt mir ganz gut und durfte deswegen auch wieder mit. Und auch wieder mit einer Kosmetiktücherbox, weil meine fast leer ist. Da fand ich jetzt bei uns leider kein so winterliches Motiv, was ich echt ein bisschen schade finde. Aber das hier hat mir eigentlich am besten gefallen. Es ist so leicht roséfarben und gefällt mir richtig, richtig gut. Gerade diese Seite gefällt mir richtig gut. Und als letztes habe ich mir hier noch von L'Oréal eine Hautcreme mitgenommen. Und zwar die Hydra Active 3 Nutrism Anti-Austrocknungs-Feuchtigkeitspflege. Langanhaltende Feuchtigkeit und zweitens schützend und intensiv pflegend. Omega-Keramid für trockene und sensible Haut ist die. Ja, weil momentan meine Haut echt ein bisschen spinnt und sehr, sehr trocken ist und auch sehr sensibel ist, wirklich momentan. Also habe ich mir gedacht, probiere ich mal die hier aus. Die hat sich eigentlich sehr, sehr gut für meinen Hauttypen angehört und war auch nicht so teuer. Ich glaube 3-4 Euro oder was. Und was ich halt auch schön finde, ist, dass es halt ein Glastiegel ist. Das mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Und das sieht hier so nochmal aus. Und vom Duft her, also sie ist leicht parfümiert, finde ich, aber absolut in Ordnung, also nicht überparfümiert. Und was, glaube ich, auch noch mit drin war, war ein Lichtschutzfaktor. Nee, bei der war jetzt kein Lichtschutzfaktor drin. Oder? Nee, das war die andere, wo ich gelesen habe. Also bei der ist jetzt kein Lichtschutzfaktor drin, aber ja, finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Genau, ihr Lieben, das war dann auch schon mein kleiner DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch hier unten auf den Abonnier-Button. Vielleicht sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, würde mich sehr freuen. Und ja, bis zum nächsten Video. Bis dahin, tschüss!